Sonnenschein und 16 Grad lockten am Sonntag zahlreiche Zuschauer zur Anhalt Arena. Zum 12. Heimspiel wurde der thüringische Aufsteiger Bad Blankenburg empfangen. Mit Jens Werner und Manfred Breu präsentierten sich die beiden neuen Trainer erstmals dem Dessau-Roßlauer Publikum. 2 Wochen hatten beide Zeit, um ihre Mannschaft auf die Mission Klassenerhalt einzustimmen. Bad Blankenburg mit einem Sieg am letzten Spieltag. Allerdings hat die Mannschaft bisher erst 3 Punkte auswärts gesammelt, was beim DHV bekanntermaßen nicht viel zu bedeuten hat. Personell hat sich die Heimmannschaft nicht verändert. Zum einen ist die Spielersuche nach Transferschluss eine nahezu unlösbare Aufgabe. Zum anderen steckt im Team eigentlich genug Potenzial. Das hat die letzte Saison gezeigt. Einer von denen, die es können, der Mann mit der Nummer 2, Thomas Pawlicek. Die Gäste oder besser die Schiedsrichter sorgten von Beginn an für Stimmung in der Halle. Die ersten beiden Blankenpore-Tore vom Punkt. Dafür holte sich Thüringen auch die erste 2-Minuten-Strafe ab. Römermann musste auf die Bank. Im direkten Gegenzug erwischte es Daniel Holz. Der Vorteil also direkt wieder dahin. Und viel schlimmer noch, Blankenburgs Borodowskis mit der ersten Führung für die Gäste. Die Antwort von Krug und Pawlicek. Danach sahen 842 Zuschauer eine ausgeglichene Partie, vor allem aber eine aufopferungsvoll kämpfende Heimmannschaft. Bestes Beispiel: Thomas Pawlicek, der hinten rackert, um dann vorne zu treffen. Es war das 7:5. Ein weiterer wichtiger Rückhalt am Sonntag, Christian Hoffmann, der mit seinen Paraden großen Anteil daran hatte, dass sich seine Mannschaft absetzen konnte. 50 eher leise Gästefans sahen, wie sich der DRHV auf 3 Tore absetzen konnte. Es war das 5. Tor für Pawlicek. Die Gäste versuchten es nun mit veränderter Abwehrvariante. Holz und Lux bekamen Sonderbewachung. Doch die Hausherren behaupteten ihren Vorsprung, bekamen sogar 2. Bälle und gingen mit 16:13 in die Kabine. 3 Tore vor in dem so wichtigen Spiel. Mit Pirna hatte eine der Mannschaften, die ebenfalls gegen den Abstieg kämpft, ihr Spiel gewonnen. Die zweiten 30 Minuten begannen mit einer 2-Minuten-Strafe für den DRHV. Diesmal erwischte es Pawlicek. Werner und Breu reagierten sofort. Schöne soll die Lücke mit seinen schnellen Beinen schließen, was auch gelang. Krug behauptet in Unterzahl die Führung. Als Schmidt nur 3 Minuten später auf der Bank Platz nehmen muss, die Gäste mit der Chance zurück ins Spiel zu kommen. So wird das aber nichts. Das Spiel nun ruppiger, was zunächst Sebastian Krug erfahren musste. Nietznahn bekam dafür eine Extra-Auszeit. Kurze Zeit später die Hausherren zum 22:16 mit 6 in Führung. Es war das 5. Tor für Robert Lux. Schöne legte sogar noch einen nach. Blankenburgs Trainer Ihl mit der Auszeit. Die brachte nicht viel. Erst als Lux auf der Bank Platz nehmen durfte, schmolz der Vorsprung. Es war die beste Phase der Gäste. 4 Treffer in Folge und plötzlich schien hier wieder alles möglich. 24:26 aus Sicht der Gäste. 4:30 noch zu spielen. Blankenburg versuchte jetzt noch einmal alles. Spielte mit einer offensiven 3:3 fast Manndeckung. Breu und Werner wechselten noch einmal, brachten den robusten Chris Ahlisch und der Joker schlug zu. Zusammen mit Lux sicherte er mit seinen 2 Toren dem DHV den so wichtigen Sieg. Ja, ich glaube, dass er ganz enorm wichtig war. Also ich sage mal, es wäre ganz schön eng geworden, wenn wir heute noch mal 2 Heimpunkte verloren hätten. Es war eigentlich, ich sage mal, trotzdem ein Pflichtsieg. Ich meine, wir haben ja nur 2 große Dinger mit Aschersleben und mit Forstfelde vor 3 Wochen hier, ich sage auf Deutsch, verkackt. Und das hätten wir uns ein drittes Mal nicht leisten können. Wir haben am Anfang der zweiten Halbzeit zu viele Fehler gemacht. Technische Fehler, treffen das Tor nicht. Wir machen die erste Viertelstunde machen wir noch 3 Tore. Und das war der Punkt, wo es am Ende nicht gereicht hat. Wir haben zwar noch mal dran gekommen, haben noch mal gehofft, dass Dessau abbaut. Aber leider war es schon der Vorsprung von Dessau zu groß. 30:28 hieß es am Ende, der DRHV feiert 2 wichtige Punkte und das beim ersten Heimspiel unter dem neuen Trainergespann. Neuer Trainer, neues Glück, ist es so einfach?
Nein, also so einfach ist es nicht. Ich denke, das kamen mal wieder neue Impulse rein, die vielleicht vorher vielleicht nicht da waren. Aber ich denke, nur an den Trainern das festzumachen, den Sieg heute, das wäre zu einfach. Ich denke, heute war wieder mal, endlich mal wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung. Und ich denke, das hat auch den Ausschlag gegeben, das Spiel heute zu gewinnen. Wir waren auf jeden Fall fitter, weil wir haben die Trainingswochen genutzt, um uns athletisch weiterzuentwickeln. Und das war, glaube ich, der Knackpunkt. Wir hatten ab der 25 Minute immer noch die Körner, um vorne die Dinger reinzumachen. Und das war, glaube ich, der Knackpunkt, dass wir 60 Minuten lang Power gemacht haben. Mit dem Sieg geht es für Dessau-Roßlau auf Tabellenplatz 11. Der Abstand zum Tabellenkeller beträgt 3 Punkte. 7 Spiele bleiben noch für die Mission Klassenerhalt.